Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Das Testament von Sherlock Holmes. Und wir wollten ja zum Direktor. Genau, wir wollten ihn ja ein bisschen so sagen: Hey, du, ich glaube, der Hans darf wohl abhauen. Und dann machen wir ihn mal drauf. Oh, das sieht nicht gut aus. Es kommt überhaupt nicht in Frage, dass dein uneheliches Kind den Namen Patterson tragen wird. Du weigerst dich immer noch, mir zu verraten, wer der Vater ist. Ja, geh ruhig zu ihm. Ich werde dich nicht aufhalten. Ich kann nicht. Direktor, Sie müssen Ihren kleinen Familienzwist leider auf später verschieben. Wir haben Grund zur Annahme, dass hier im Gefängnis etwas ausgeheckt wird. Wir müssen sofort handeln. Denken Sie da etwa an... Ja, Schielmanns Anspielungen waren eindeutig. Ganz offensichtlich plant er einen Ausbruch. Wir würden Ihnen dringend raten, seine Zelle durchsuchen zu lassen. Glauben Sie wirklich, dass er etwas versteckt? Ich muss nämlich für eine Durchsuchung Meldung machen und brauche dafür einen triftigen Grund. Direktor, dieses Gefängnis ist nur noch dank seines Rufs in Betrieb. Denken Sie nur an die Folgen eines geglückten Ausbruchs. Man würde es sofort schließen. Und welchen Posten würde man wohl in Zukunft der Person zutrauen, die für diesen Ausbruch verantwortlich gemacht wurde? Sie haben recht. Niemand bricht unter der Leitung von Patterson aus Westgate aus. Ich werde sofort eine Durchsuchung von Mr. Schliemanns Zelle veranlassen. Oberwärter James meldet sich zum Rapport. Die Durchsuchung der Zelle von Häftling Hans Schielmann ist abgeschlossen. Es wurden keine verdächtigen Gegenstände gefunden. Danke, Oberwärter James. Jetzt geht es mir besser. Ohne Ihnen zu nahe treten zu wollen, Mr. Holmes, ich bin froh, dass Sie sich geirrt haben. Ich glaube, hier gibt es nichts mehr für uns zu tun. Sollen wir gehen, Holmes? Eine Sache will ich noch erledigen, Watson. Und was? Entschuldigen Sie bitte die Störung, Mr. Holmes, aber Miss Jenny möchte Sie unter vier Augen sprechen. Sie erwartet Sie in Ihrem Büro. Das, Watson. Woher wussten Sie das? Warten Sie in der Wachstube auf mich. Es wird nicht lange dauern. Was für ein außergewöhnlicher Gentleman, dieser Sherlock Holmes. Sie haben bestimmt schon viele Abenteuer mit ihm erlebt. Oh ja, Dutzende. Ich dachte immer, er sei unfehlbar. Aber in der Zelle des Rattentöters war nichts Auffälliges zu finden. Ob er sich geirrt hat? Ich muss zugeben... Wärter Brighton, kommen Sie sofort in mein Büro. Das ist ein Befehl. Der Direktor scheint außer sich vor Wut zu sein. Ja, es muss ziemlich wichtig sein, wenn er Brighton befiehlt, seinen Posten zu verlassen. In seiner Haut möchte ich jetzt nicht stecken. Haben Sie das gehört? Ja, und das ist nicht normal. Ich habe Flint noch nie so schreien gehört. Aber warum löst O'Sullivan nicht den Alarm aus? Kommen Sie, Mackenzie, sehen wir nach. Ich komme mit. Nein, Dr. Watson, Sie dürfen da nicht runter. Warten Sie hier auf mich. Nun gut. Aber das Gitter ist verriegelt, Oberwärter. Wir sind eingesperrt. Und dieser Rauch, er kommt von unten. O'Sullivan, kannst du mich hören? Sully, bist du am Leben? Antworte mir, Sully. Was ist los? Kann ich Ihnen helfen? Lösen Sie den Alarm in der Wachstube aus. Damit sollte sich die Tür entriegeln lassen. Beeilen Sie sich, O'Sullivan ist vielleicht in Gefahr. Ja, aber damit blöderweise auch Hans Schielmann frei wetten. Wieso habe ich das Gefühl? Oh, Mano. Funktioniert nicht. Echt nicht? Funktioniert nicht. Okay. Ach Mann, jetzt beweg dich doch mal. Kann ich hier irgendwas machen? Nein. Da unten. O'Sullivan, können Sie mich hören? O'Sullivan, antworten Sie! Ja, ich bin hier! Schnell! Holen Sie mich hier raus! Die Gebrüder Flint sind aus ihren Zellen ausgebrochen und kämpfen wie tollwütige Hunde! Hilfe! Das ist eine einzige Katastrophe! Abgeschlossen. Okay, dann denke ich mal auf zu Sherlock. Weil der Alarm funktioniert ja schließlich nicht. Die Tür ist abgeschlossen.
auch abgeschlossen. Geschrei und Weinen ist zu hören. Da drinnen spielt sich gerade eine Familientragödie ab. Sie werden mich nicht hören. Oh, ernsthaft? Alles ich Dinge, die man nicht... Ich muss den Alarm auslösen. Ja, aber wie? Wie willst du das machen? Hier ist nichts Interessantes. Ich muss den Alarm auslösen. Ich muss den Alarm auslösen. Ja, dann löse ihn auch aus. Hier ist nichts Interessantes. Aber ich habe ja auch nichts... Ach Gott, ein paar Sachen... Achso, ich habe dasselbe Inventar. Hier ist nichts Interessantes. Ja, aber wie löse ich denn den Alarm aus? Der sagt ja überall zu, ist nichts Interessantes, ne? Hier ist nichts Interessantes. Ach, da sind die normalen Häftlinge. Ach so, die gibt's ja auch noch. Ich dachte, es gäbe nur die drei schlimm. Hier ist nichts Interessantes. Okay. Da muss ich mal mit dem Typen reden und sagen, hey, du, das funktioniert nicht. Hey, worauf warten Sie noch? Lösen Sie den Alarm aus, Doktor. Das geht leider nicht. Da ist irgendetwas kaputt. Ich informiere umgehend den Direktor. Nein, Doktor, wir müssen unbedingt O'Sullivan helfen. Gehen Sie durch den Besucherkorridor und schauen Sie, ob er Ihnen antwortet. Ja, hab ich das schon. In Ordnung. Hab ich schon. Nehmen Sie den Schlüssel, er muss in der Wachstube sein. Schlüssel? Wachstube? Ist das nicht hier die Wachstube? Ach, da ist der Schlüssel. Okay. Er hat mir schon geantwortet. Funktioniert nicht. Nutzlos! Diese Tür ist mit einem Zeitschloss verriegelt, aber die Tür unten nicht. Geben Sie mir den Schlüssel, schnell! Ja, hier, bitte. Oh, wirf, ja gut. Ich habe den Schlüssel, Doktor! Danke! Folgen Sie mir, Watson. Wir müssen das Alarmsystem reparieren. Endlich! Da sind Sie ja, Holmes. WTF! Und auf einmal taucht er auf! Ich werde das System einschalten. Watson, Sie stellen sicher, dass der Kontakt hergestellt wird. Ich hoffe, das ist nicht gefährlich. Was? Hä? Ich weiß gar nicht. Ach so. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Warte mal. Okay. Okay, okay, okay. Ja, ich versteh's. Wow. Nein, nein, mach doch weiter. Oh Gott. Nein. Ich war gefangen. Okay. Der ist weg. Dann ist der weg. Der ist weg. Der ist weg. Der. Ha. Es hat funktioniert. Ausgezeichnet. Offen! Gehen wir runter! Seien Sie vorsichtig. Laut Ihrem Kollegen sind die Flints nicht mehr in Ihren Zellen. Wir wurden für Zwischenfälle wie diese ausgebildet. Und wir sind bewaffnet. Helfen wir Ihnen, Watson. Die Lage hat sich wieder normalisiert. Danke für Ihre Hilfe, Gentlemen. War uns ein Vergnügen. Aber wo ist O'Sullivan? Er ist nicht mehr da. Hat wahrscheinlich den Besuchereingang benutzt. Ja, und wahrscheinlich ist er erleichtert, dass er aus dem Untergeschoss rausgekommen ist. Gut, wir müssen jetzt alle Zellen überprüfen. Ist das Standardprozedere nach einem Alarm. Wir kommen mit und helfen Ihnen. Sie sind ganz offensichtlich ein Experte im Zeitverschwenden, mein werter Freund. Treffen wir uns am Eingang, wenn Sie fertig sind. Naja. Der ist da... Er ist da. Aber wetten, Hans ist nicht da? Ja, Hans liegt angeblich dort. Die Tür ist offen. Alarm! Alles in Ordnung. Er ist unter seiner Decke. Noch. Wie kann er bei dem ganzen Lärm nur schlafen? Zugegeben, normal ist das nicht. Vielleicht hat der Rauch ihn vergiftet. Ich sehe mir das lieber mal genauer an. Seien Sie vorsichtig, Doktor. Er ist gefährlich. Also ich glaube, es ist O'Sullivan und der angeblich O'Sullivan war der Hans Schielmann. Und der Rauch war bestimmt Halluzinationen, weil er hat ja noch davon vorher erzählt. O'Sullivan! Das ist unmöglich.
Er war doch gerade eben noch bei uns. Oder aber, es war nicht O'Sullivan. Mein Gott, er ist geflohen. Der Rattentöter ist geflohen. Und er wird helfen, das Gift zu vervollständigen, sodass es auch haltbar ist und nicht verflieht. Das müsste doch eigentlich jetzt offen sein. Oh je, oh je, oh je. Ich muss Holmes Bescheid sagen. Ja, ich weiß. Upsa, war ich nicht. Ah, Holmes, da sind Sie ja. Hans ist geflohen. Ich fürchte, diese Ermittlungen entpuppen sich für uns als bittere Niederlage. Ganz und gar nicht, mein lieber Freund. Im Gegenteil. Folgen Sie mir. Was zum Teufel machen wir hier bei der Gefängnismauer? Wir haben eine Verabredung, Watson. Mit Hans vielleicht? Da vorne ist auf jeden Fall jemand. Sehen Sie, wer auf uns wartet. Ja, Hans, tatsächlich. Schielmann, ich gehe zurück und alarmiere die Wärter. Nur die Ruhe, er ist harmlos. Aber was macht er hier? Warum ist er nicht weggelaufen? Weil ich ihn gebeten habe, es nicht zu tun. Wollen Sie damit sagen, dass Sie ihm geholfen haben zu fliehen? Kann man so sagen. Alleine hätte er es nicht geschafft. Aber wie? Und warum? Er ist ein gefährlicher Irrer. Holmes, Sie haben mich bei diesem Ausbruch zu einem Mittäter gemacht. Ich verlange eine Erklärung. Und die werden Sie bekommen. Aber zunächst muss ich unseren neuen Freund an einen sicheren Ort bringen. Es wird nicht lange dauern. Ich stoße später wieder zu Ihnen. Sagen Sie mir, wo ich Sie finden kann. Wie Sie meinen. Ich hoffe, Sie wissen, was Sie da tun. Zweifeln Sie etwa daran? Hier, nehmen Sie diese Notizen. Sie werden sich bestimmt als nützlich erweisen, wenn Sie Ihren Bericht über unseren Besuch im Westgate-Gefängnis schreiben. Also, wo finde ich Sie? Wow. Da hat ihm wirklich geholfen. Aber warum? Da muss ja irgendwas in den Notizen gestanden haben, die er gefunden hat, die so von Bedeutung waren. Ja, ich sag mal Whitechapel, da gehen wir als nächstes hin. Wir sollten unsere Ermittlungen in Whitechapel fortsetzen. Gut. Machen Sie sich auf den Weg. Wir sehen uns dort. So, was Holmes zu seiner Mithilfe bei Hans Schiemanns Ausbruch zu sagen hatte, war so außergewöhnlich, dass ich unser darauffolgendes Sprichwort für Wort festhalten möchte. Ich sah meinen Freund an, wie unruhig er innerlich war. Dennoch schilderte er mir nicht sofort die Einzelheiten zu dieser unglaublichen Tat. Erst später erzählte er mir von Hans Schiemann Füllfederhalter. Dies waren seine Worte. Der Schlüssel zu Hans Schiemanns Flucht war sein Füllfederhalter. In seinem Schließfach fand ich eine Notiz, deren Inhalt ich Ihnen aus dem Gedächtnis wiedergeben kann. Wer clever genug ist, diesen Kasten zu öffnen, soll auch wissen, dass ich einige Tropfen meines Meisterwerks, der Tinte meines Füllfederhalters, beigemischt habe. Da Sie diese Notiz lesen, muss ich mich in diesem Augenblick in einer missligen Lage befinden. Sie sollen wissen, dass meine Spezialtinte jeden, der damit in Berührung kommt, für eine gewisse Zeit kontrollierbar macht. In diesen wenigen wertvollen Sekunden haben Sie die Gelegenheit, dem Opfer Ihren Willen aufzuzwingen. Falls Sie für meine Genialität Bewunderung übrig haben, befreien Sie mich bitte aus der misslichen Lage, in der ich mich ohne Zweifel befinden muss. Schiemann hat diesen Gegenstand in einem Kasten aufbewahrt und mit einem ausgeklügelten Schloss versehen, um für seine zukünftige Flucht gewappnet zu sein. So konnte er sicher gehen, dass keiner der Gefängnismitarbeiter seinen Füllfederhalter findet. Ich beschloss, sein Spiel mitzuspielen, jedoch nach meinen eigenen Spielregeln. Ich würde ihm zwar zur Flucht verhelfen, ihn aber mit seinem eigenen Gift willenlos machen. Ich ließ Schielmann das Spiel beginnen, indem ich ihm seinen Füllfederhalter gab. Dann war ich an der Reihe. Mein erster Schachzug war es, den Direktor davon zu überzeugen, dass Schiemanns Zelle durchsucht werden müsse. Ich warf also Schiemann den Ball zu, indem ich ihm die Gelegenheit gab, Wärter James mit seinem Gift willenlos zu machen. Er hat sich die Chance nicht entgehen lassen. Er schmierte die Gitterstäbe seiner Zelle mit der vergifteten Tinte ein und Wärter James fasste sie beim Öffnen der Zellentür an. Schiemann nutzte diesen kurzen Moment, um den willenlosen Wärter zu befehlen, ihm den Schlüssel auszuhändigen. Nun war ich wieder an der Reihe. Ich musste einen Weg finden, um Wärter O'Sullivan außer Gefecht zu setzen. Laut Miss Pattersons Schichtplan, den wir zuvor gefunden hatten, wurde O'Sullivan dem Hochsicherheitsdirektor zugeteilt. Ich muss zugeben, dass mir der junge Wärter unfreiwillig geholfen hat, indem er mich bat, etwas ins Gästebuch des Gefängnisses zu schreiben. Ich ließ die Ereignisse noch einmal Revue passieren und merkte an, dass Holmes bereits etwas in
ins Gästebuch geschrieben hatte, wo er Schiemann seinen Füllfederhalter wiedergab. Etwas überheblich, erwiderte Holmes. Exakt, ich habe den vorgesehenen Lauf der Dinge etwas vorweggenommen und genau deswegen war Schiemann bei unserem gemeinsamen Spiel einen Schritt voraus. Während er dachte, dass es andersrum sei, Schiemann kam es gar nicht in den Sinn, dass ich sein Gift bereits benutzt haben könnte. Er dachte, die Tatsache, dass O'Sullivan schläft, sei einfach ein Geschenk des Himmels. Aus diesem Grund machte er sich keinerlei Gedanken über das Empfehlungsschreiben, das er in der Tasche des Wärters fand. Holmes unterbrach seine Ausführungen kurz, um auf meine vorgegangenen Unterbrechungen einzugehen. Deswegen hat er gesagt, ein Schlaf würde ihm ganz gut tun. Aber sonst steht da gar nichts weiter. Achso, da Fortsetzung. Zäumen Sie das Pferd doch nicht von hinten aufwatzen, sondern lassen Sie mich fortfahren. Also, O'Sullivan musste nur die frische Tinte im Gästebuch leicht berühren, um mir ausgeliefert zu sein. Ich befahl ihm einen Zustand starker Müdigkeit, aber er forderte ihn auf, im Moment nichts dagegen zu tun. Die Müdigkeit sollte stark genug sein, um später bei der Schicht im Hochsicherheitstrakt einen Nickerchen nicht widerstehen zu können. Später, nach dem Schichtwechsel, benutzte Schiermann den Schlüssel, um sich aus seiner Zelle zu befreien. Er schlug den schlafenden Sullivan auf den Kopf und tauschte die Uniform des Wärters mit seiner Häftlingskleidung. Danach erzeugte er mit Zutaten, die ich ihm vorgegeben hatte, künstlichen Nebel, darunter Zucker von Miss Pattersons Teetablett, Brightons Backpulver, Kaliumnitrat aus der Wachstube und Schwefel von ein paar Streichhölzern. Dann befreite er mit dem Schlüssel die Gebrüder Flint. Sie sprangen sich gegenseitig an die Kehle. Dieses unfreiwillige Ablenkungsmanöver der Gebrüder Flint trug dazu bei, dass Schiemann unbemerkt den Hochsicherheitstrakt verlassen konnte. In dem ganzen Durcheinander traten nämlich schließlich sie auf den Planwurzel. Mit der Absicht, O'Sullivan zu helfen, ermöglichten sie es Hans Schiemann, das Tor zum Korridor zu öffnen, indem sie ihm den Schlüssel zuwarfen. In der Zwischenzeit öffnete ich das zweite Tor, indem ich den Alarm erneut auslöste. Nach Holmes Ausführungen begann ich, meine Taten in einem anderen Licht zu sehen. Es bereitete mir Unbehagen zu erkennen, wie er mich benutzt hatte, ohne dass ich wusste, welchen Zweck mein Handeln eigentlich diente. Ich unterbrach seinen Monolog, um auf die Wärter hinzuweisen, die mit der Situation heillos überfordert und damit beschäftigt waren, die Gebrüder Flint zu bändigen. Holmes fuhr fort. Exakt, es gab also nur noch ein Hindernis für Schiemann. Wärter Brighton an der Rezeption direkt vor dem Ausgang. Ich unterbrach ihn erneut, aber der Direktor war es doch, der ihn so eindringlich in sein Büro beorderte. Holmes, Sie wollen mir doch nicht weismachen, dass er in die Ausbruchspläne eingeweiht war? Natürlich nicht. Ich habe den Direktor gegen Brighton aufgebracht. Erneut konnte ich meine Ungeduld nicht in Zaum halten und fragte, wie. Ich fand heraus, dass Jenny Patterson und Brighton ein Paar sind. Außerdem wusste ich, dass der Direktor nichts von ihrer Affäre ahnte und sicher in Rage geraten würde, wenn er davon erfährt. Ich fragte ihn, ob das auch der Grund war, warum Miss Patterson ihn sprechen wollte. Ja, sie wusste, dass ich ihren Spind geöffnet hatte, um den Schichtplan der Wärter zu finden. Also war ihr klar, dass ich über ihre Affäre mit Brighton Bescheid wusste. Ich wollte sicher gehen, dass ich nichts verraten würde. Ich erlaubte mir die Bemerkung, dass es ziemlich unanständig von ihm war, dem Direktor alles zu sagen, nachdem er der jungen Frau versprochen hatte, dies nicht zu tun. Etwas scheinheilig entgegnete er mir, ich habe doch gar nichts gesagt. Ich habe im Büro der Sekretärin lediglich den Liebesbrief in die Ablage für dringende Mitteilungen gelegt, mit dem Wissen, dass er nur wenige Minuten später an den Direktor ausgehändigt werden würde und dieser in Rage geraten würde. Der Direktor schrieb Brighton an, nachdem dieser ins Büro der Sekretärin geeilt war. Nun war der Weg für Schiemann frei und er konnte das Gefängnis durch den Ausgang verlassen. Eine weitere Frage beschäftigte mich, die mir nicht minder wichtig erschien. Warum ist er nicht weggelaufen, nachdem er draußen war? Warum hat er gewartet? Die Antwort meines Freundes enttäuschte mich nicht. Das ist doch ganz offensichtlich, mein lieber Watson. Dass er nicht weggelaufen ist, ist einzig der Tatsache zu verdanken, dass ich ihm, wie gesagt, einen Schritt voraus war. Ich hatte genug Zeit, das Empfehlungsschreiben für O'Sullivan mit dem vergifteten Tinte des Füllfederhalters zu verfassen. Der Brief befand sich in der Tasche der Uniform und Schiemann konnte sich nicht seiner Neugierde erwehren, ihn zu lesen, als er ihn fand. Ich fragte Holmes, was denn in dem Brief stand. Nur, ich gratuliere Ihnen zur Flucht. Warten Sie hier auf mich. Mehr nicht. Ich kam aus dem Staunen nicht mehr heraus. So kam es also zum ersten und einzigen erfolgreichen Ausbruch aus dem Westgate-Gefängnis, der sichersten Haftanstalt des gesamten Königreichs. Ein Fallbeispiel, der ohne Zweifel auch die Studenten der Polizeiakademie noch lange beschäftigen wird und als einer der spektakulärsten Ausbrüche in die Geschichte eingehen dürfte. Oha! Da hat er sich aber was einfallen lassen.
Wir sind im Herzen von Whitechapel. Behalten Sie Ihre Brieftasche im Auge, Holmes. In dieser Gegend tummeln sich die meisten Taschendiebe Englands. Machen Sie sich um meine Brieftasche keine Sorgen, Watson. Es wäre leichter, Big Ben zu verrücken, als mich zu bestehlen. Oder sich einen Schilling von Ihnen zu leihen. Amüsant, Watson, wirklich amüsant. Können wir uns nun ernsthafteren Themen zuwenden? Ich bin ganz Ohr, Holmes. Ja, Whitechapel kennen wir ja schon. So ein kleines bisschen jedenfalls. Oh, ich weiß genau, wo wir starten sogar. Ja, ja. Aber hier werden wir uns in der nächsten Folge dann genauer umsehen. Bis dahin dann tschüss, eure Tai.